Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Wir machen heute Low and Slow. Der Smoker wird laufen und ich hoffe, ihr hört mich. Wir haben einen Sturm in Berlin und zwar richtig, richtig heftig. Wir gehen mal rein. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt einfach dran. Zack, Freunde, wir mussten nach drinnen verlegen, ich weiß ja nicht, ob ihr mich gehört habt. Wir machen heute Low and Slow, klassisches Barbecue und draußen tobt der Sturm. Ist mir heute aber eigentlich relativ egal, denn wir arbeiten mit einem Pellet Smoker und der läuft da draußen von ganz alleine und ich brauche da auch nicht mehr so oft raus. Aber wir fangen in der Küche an und wir hören in der Küche auf. Freunde, es gibt heute Short Ribs. Beef Ribs. Ganz, ganz viele Kommentare haben mich erreicht. Macht doch mal endlich Beef Rippchen. Habe ich schon einige Male gemacht, aber wir haben die euch noch gar nicht verfilmt. Heute starten wir durch mit den klassischen Beef Ribs, Short Ribs in Low and Slow. Also einfach Ruf auf den Smoker 6-7 Stunden laufen lassen und gut ist. Ne? Da gibt es auch noch mehrere Varianten, die werde ich euch nach und nach dann wahrscheinlich auch nochmal zeigen. Aber heute fangen wir einfach mit der klassischsten USA Barbecue Variante an. Ne? Short Ribs, los geht's! Na, Zutaten, Freunde, natürlich brauchen wir die Ribs. Ich habe hier wunderschöne und guckt euch mal diese Marmorierung an. Short Ribs, Black Angus, Creekstone Farms, direkt aus Amerika geordert bei den Fleischrebellen, Freunde. Und die Dinger können wirklich was. Ordentlich fette Fleischauflage, habe ich ca. 3 Kilo. Des Weiteren brauchen wir von der Spice Bar heute die Meestermische, scharfe Keule und Graf Koks. Sehr, sehr übersichtlich. Wir brauchen eine Lumi-Lumi-Soße und wir brauchen ein bisschen Ahornsirup, denn ich werde diese beiden heute in zwei Varianten quasi würzen. Wir machen Trockenrub, einmal Meestermische in so einer Sweet-Variante und einmal mit Graf Koks und scharfe Keule in der roughen Variante. So könnte man es ausdrücken. Ne? Dann ist für jeden was dabei. Und wir starten jetzt einfach durch. Oh, fast vergessen. Bierchen, Freunde. Zack, cheers auf euch. Denn jedes Bier schmeckt besser aus dem 030 Barbecue Glas. Ne? Die Gutscheincodes sowie unsere kompletten Zutaten für die ganze Nummer wie immer unten in der Box. Ne? Werbung Ende, los geht's. Wir starten durch mit der Vorbereitung von unseren wunderschönen Rippen. Wie bei jeder Rippe quasi haben wir hier unten so eine Silberhaut-Variante dran. Die werden wir mal versuchen ein bisschen abzuziehen. Wir machen das ähnlich wie bei unseren Schweinerippchen. Das heißt, wir versuchen hier mit einem Löffel runterzugehen. Das ist aber bei Beef Ribs immer so eine Sache. Das ist nämlich eine ganz schöne Pelle. Die ist ganz schön hakelig. Wir versuchen uns da mal durchzuhaken. Das könnte einen kleinen Moment dauern. Zwischen den Rippen durchgehen. Sind aber auch lang. Short Ribs an dieser Stelle sind ein bisschen verwirrend eigentlich, ne? Weil die sind ja normalerweise fast länger als andere Rippchen. So, zack. Wenn wir sie drin haben, ziehen wir sie ein bisschen über den Knochen rüber und versuchen die ein bisschen anzulösen. Und dann guckt man schon mal, dass man mit der Pfoten hier zwischenkommt und das alles ein bisschen lösen kann. Guck mal, das hier. Das wollen wir runterkriegen. Also, wenn es klappt, dann geht alles auf einmal. Und wenn es nicht klappt, dann müssen wir ein bisschen was machen. Okay, Küchenrolle und dann schnappen und runterziehen. Guck mal, die wollen wir nämlich nicht haben. Die kann man nämlich nicht essen, das schmeckt auch nicht. Und so kriegen wir auf wenigstens noch ein bisschen Gewürz von unten ran. Wir kümmern uns zwar hauptsächlich um die Fleischseite heute, aber Gewürz schadet ja nicht. So, unten präpariert und oben haben wir jetzt noch eine Menge Fett drauf. Das wollen wir so auch nicht haben, um die Gewürze ranzukriegen. Wenn wir hier jetzt von dem Fettdeckel ein bisschen was wegparieren, dann schneidet euch einfach was runter, versucht so wenig wie möglich Fleisch wegzunehmen. Und dann ist das gut. Ich mach das mal hier schnell fertig. Guck mal, schön sauber geschnitten. Das hat jetzt mal 5 Minuten gedauert, aber wir müssen uns da jetzt auch keinen riesengroßen Aufriss draus machen. Ihr wisst, ich bin kein Freund davon, die komplett sauber zu schneiden. Ihr könnt euch da natürlich ausspielen dran. Was für uns wichtig ist, ist, guck mal, dass wir hier wunderschön Berg und Tal haben. Schön die Struktur gebrochen. Hier wird sich schön die Gewürzmischung reinsetzen. Das wird eine wundervolle Kruste geben und einen richtig geilen Geschmack. Dafür machen wir es eigentlich. Wenn hier noch so ein bisschen Fett dran ist, lasst es dran. Nach 6 Stunden auf dem Smoker. Ach komm, ne? Was soll das? Was soll das? Beef-Rippchen, es scheiden sich ja so ein bisschen die Geister. Was ist denn euer Favorite? Schreibt mir mal unten in die Kommentare rein, ob ihr Team Beef-Rippchen seid oder Team Spare-Ribs. Das würde mich mal interessieren. Also Beef oder Schwein. Hm? Ich bin da zwiegespalten. Beef-Rippchen sind richtig geil. Wenn man mich foltern würde auf einer Folterbank, dann würde ich wahrscheinlich irgendwann sagen, ich bin Team Spare-Ribs. Aber letztendlich sind wir alle Team Barbecue, oder? Und es geht um den Geschmack, es geht um gutes Essen, es geht um Liebe, Freunde. So, genug Quatsch. Ich habe gesagt, wir machen zwei Varianten. Also eine etwas herzhaftere und eine etwas süßere. Mit welcher fangen wir an, Baby? Oh, herzhaft.
Mit Herzhaft, okay. Die ist ja dann eher deine Geschichte. Ich glaube, wir nehmen dieses Stück für Herzhaft. So, schnappen wir uns mal eine Form, nur damit wir hier nicht alles einsauen. Das kommt hier rein. Wir starten durch mit Lumi-Lumi-Soße. Zack. Da geht ein bisschen was rauf. Ihr könnt da letztendlich nehmen, was ihr wollt. Das dient jetzt wirklich nur dazu, dass das ein bisschen besser klebt da dran alles. Ja? Ihr könnt da also auch eine Cola nehmen oder ein bisschen Olivenöl. Ich nehme gerne Lumi-Lumi-Soße. Die hebt auch noch ein bisschen den Geschmack. Und ihr wisst, ich bin ein großer Fan davon. Ne? Die gibt es auch bei uns im Shop. Gerne mal auschecken. Also mal kurz eingerieben mit Lumi-Lumi. Und jetzt wird gewürzt. Also schnappt euch zuerst ein bisschen was vom Grafen. Ja, und da geht jetzt mal ein ganz leichter Film drüber. Wir müssen es hier nicht übertreiben. Das ist kein Pulled Pork, Freunde. Wir wollen hier ordentlich Geschmack dran haben. Aber wir wollen das auch nicht komplett überwürzen. Wir haben hier ein gutes Fleisch. Und wir wollen hier den Rindfleischgeschmack auch im Vordergrund haben. Also Graf Koks von allen Seiten ein bisschen ranbringen. Doch ein bisschen verteilen hier. Sorgt einfach dafür, dass überall was dran ist. Zack. Hier noch ein bisschen an die Außenkante. So, da haben wir jetzt schon mal ein bisschen Salz und ein bisschen Knoblauch. Und jetzt quasi scharfe Keule für den Bums. Also ordentlich noch was von den Flakies hier mit rangeben. Zack. Auch hier bitte überall. Ah, so, guck mal. Und das reicht mir auch schon. Also wirklich ganz, ganz puristisch, komplett auf den Geschmack fokussiert. Ne? So, Vorbereitung ist von dem Stück schon fertig. Jetzt die Sweet-Variante. Ja, und für die süßere Variante sind die Arbeitsschritte ja quasi fast die gleichen, nur die Zutaten ein bisschen anders. Also wir schnappen uns Ahornsirup, ebenfalls als Grundlage. Alles mal einreiben. Lecker, 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 Freunde. Das ist auch mein Favorite hier. Kann ich euch schon mal verraten. Aber beide Varianten sind der Knaller. Zack. Ihr habt natürlich am Schluss der ganzen Aktion, also wenn die Dinger auf dem Smoker liegen und dann schon fast fertig sind, immer noch die Möglichkeit, die zu mobben, also eine Barbecue-Soße drauf zu machen. Wir werden da heute drauf verzichten. Wir wollen die wirklich nur ganz, ganz puristisch haben. Eine Barbecue-Soße zum Dippen könnt ihr natürlich immer dazu stellen. Oder ihr macht euch da einen schönen Krautsalat oder Mac and Cheese dazu. Das passt auch immer sehr, sehr gut. Ich weiß noch gar nicht, was machen wir denn heute Abend? Das hat noch ein paar Stunden Zeit. Wir entscheiden das noch. Also, Ahornsirup überall rüber. Und jetzt Mestermischer. Da müssen wir jetzt auch nicht mehr ganz so sparsam sein wie bei der ersten Version. Sondern das können wir uns schön abrubben hier. Und hier auch wieder alle Seiten bitte. Bitte auch die Kanten nicht vergessen. Zack. Also überall was dran. Ich sehe jetzt hier wieder mit meinem einen Handschuh. Oder? So, guck mal. Und das war's eigentlich. Ne? Schnell vorbereitet. Das lassen wir jetzt hier nochmal 10, 15 Minuten liegen, dass ich das halt nochmal ein bisschen verbinden kann. Und dann geht's raus an den Smoker, wenn der Sturm uns nicht wegbläst. Zack, da sind wir, Freunde. Ah, jetzt geht's gerade wieder. Aber der Sturm ist wirklich, das ist krass. Das ist krass. Ich hoffe, bei euch ist niemand verletzt. Alle bleiben stehen und keine großen Schäden. Ne? Pelletsmoker läuft. 130 Grad auf dem Rost. Aber wir haben ja jetzt mittlerweile festgestellt, nach anderthalb Jahren Testbetrieb von dem geilen Pelletsmoker, dass das wirklich ein super Gerät ist. Ich will das nie wieder missen. Aber ihr müsst ungefähr mit der Temperatur auf der Anzeige 20 Grad nach oben gehen. Dann fahrt da so einen guten Mittelwert. Also wir sind jetzt bei 154 Grad. 130 sind ungefähr auf dem Rost. Das reicht uns. Also jetzt schnell ruf hier. Zack. Knochenseite bitte, Freunde. So. Und so, Deckel zu und liegen lassen. 5, 6 Stunden, werden wir sehen. Oh, bam, Zeitsprung, Freunde, exakt 5 Stunden. Und jetzt guckt mal, ich habe gerade schon geschmult. Oh, das sieht fantastisch aus, würde ich sagen. Fantastisch. Wir nehmen jetzt nochmal die Temperatur und gucken mal. Aber wichtiger als die Temperatur ist tatsächlich das hier. Guck mal, das geht durch wie Butter, Freunde. Und wir haben hier... gute 92 Grad. Alles so ab 89 bis 95 Grad ist super. Und die nehmen wir jetzt runter. Lassen die doch mal eine Viertelstunde, 20 Minuten liegen, damit sie sich ein bisschen sammeln können. Und dann wird gegessen. Geil. Oh. Bam! Und da sind sie. Guckt euch das an.
Sieht das geil aus, meine Lieben? Ja, super saftig, das duftet hervorragend, aber wir müssen jetzt natürlich noch anschneiden. Also gucken wir erstmal, dass wir hier zwischen den Knochen durchkommen. Ja. Oh, Smokering ist da. Der Saft läuft raus. Oh, sehr, sehr geil. Ich zerschneide mir noch ein bisschen was und dann probieren wir die ganze Geschichte, oder? Das sieht wirklich alles, Alter, mega geil aus. Können wir noch mal ein bisschen kurz hier, guck mal. Oh, seht ihr das? Könnt ihr das sehen? So, das ist jetzt hier unsere Sweet-Variante. Ich schneide mir mal ein kleines Scheibchen runter. Oh, mega geil. Also das ist schon mal eine 1. Sassis-Variante. Können wir auch endlich mal reinbeißen, wa? Hier. Oh. Oh. Ist beides geil. Super saftig. Ihr habt gesehen, Vorbereitung gar kein Problem. Einfach aufs Smoker schmissen, liegen lassen. Und fertig ist die Geschichte. Beef Ribs. Low and slow ist immer noch das Beste, oder? Aber Freunde, wenn es euch gefallen hat, macht diese Dinger mal nach. Ne? Lohnt sich wirklich. Ballert Kommentare über ein Like und ein Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid. Das war Bobby Nutter und Barbecue. Beef Ribs, Baby. Wir sehen uns am Grill. Ich esse deine weg, ja?